Hallo und herzlich willkommen zum heißesten Tag der Woche. Das liegt aber ausnahmsweise nicht an mir. In unserer heutigen Sendung geht es unter anderem um den FC Energie Cottbus. Bei der Mannschaft stand aber nicht der Fußball im Mittelpunkt, sondern das Lächeln. Wir starten zunächst aber mit Plänen, die heute im Rathaus vorgestellt wurden. Die Stadt will ihre eher abgelegenen Gewerbeflächen attraktiver machen. Im Cottbuser Norden und Osten soll es künftig Highspeed-Internetanschlüsse geben. Dafür werden ab Ende September mehr als 12 Kilometer neue Glasfaserleitungen verlegt. 450 Unternehmen soll das direkt betreffen. Partner dabei ist Enviatel. Durch das Vorhaben soll die Stadt in mehrerer Hinsicht profitieren. Als allererstes natürlich die Unternehmer, die in den entsprechenden Gewerbegebieten ihren Geschäftssitz haben. In zweiter Linie hoffen wir natürlich genauso die Kommune, die ja davon lebt, dass es der Wirtschaft hier in der Region gut geht. Und dazu darf man sagen, dass ein Glasfaseranschluss, ein gigabitfähiger Anschluss heute ein Wettbewerbsvorteil für die hier ansässigen Unternehmen ist. Insofern ist das jetzt ein Standortvorteil, den wir anbieten können. Und wir können dadurch auch viel intensiver in die Vermarktung gehen, gerade was auch das Tätigwerden der EGC betrifft. Insofern ist das ein Angebot, das die Stadt Cottbus ihren Unternehmen oder auch ansiedlungswilligen Unternehmen unterbreiten kann. Die Verlegung der Glasfaserleitungen soll knapp 1,5 Millionen Euro kosten. Voraussichtlich Anfang 2021 will man fertig sein. Der Kampf um die Karlstraße 29 geht weiter. Nachdem das Objekt von einem Berliner Investor gekauft wurde, bangen 13 Bewohner um ihr Zuhause. Der neue Eigentümer möchte das Haus für rund 200.000 Euro sanieren. Dadurch würden auch die Mieten deutlich steigen. Der Karlstraßenverein möchte das Haus hingegen gerne kaufen, um so das seit den 90ern bestehende Wohn- und Kulturprojekt zu erhalten. Man bietet 450.000 Euro für das unsanierte Haus. Zwar habe es mittlerweile erste Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben, von einer Einigung sei man jedoch noch entfernt. Nach dem Prozessauftakt Anfang Juni steht an diesem Freitag nun der zweite Prozesstag an. Zuvor wird es ab 9 Uhr wieder eine Kundgebung vor dem Landgericht geben. Unterstützer sind dazu eingeladen. Die Spieler des FC Energie Cottbus haben heute sicherlich besonders viel Zeit vor dem Spiegel verbracht. Für das Mannschaftsfoto müssen die Haare schließlich sitzen. Für 4 von ihnen ist es zudem das erste Foto in Rot-Weiß. Die Mannschaft läuft ein. Probetraining für den Ligastart. Doch noch ist das Stadion der Freundschaft leer. Nur die Journalisten sind heute für das Mannschaftsfoto da. Beim ersten Heimspiel am 15. August sollen aber wieder Fans die Spieler beim Einmarsch begrüßen. So der Wunsch vom FCE. Es ist schade, dass wir halt diese Lage überhaupt noch haben. Wir würden gerne ein volles Stadion haben. Die Spieler sehen sich auch danach, wir auch. Nichtsdestotrotz müssen wir die Gegebenheiten annehmen. Aktuell ist eine Reihe vorne und hinten Platz, jeweils 3 Plätze, glaube ich. Muss man Abstand halten, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Und das alles, sowie auch die Zuwägung zum Stadion und die Anreise, all das ist in diesem riesigen Hygienekonzept enthalten. Auf 40 Seiten ist das niedergeschrieben. Ob mit Zuschauern oder ohne, die Vorbereitungen laufen. Alle bisherigen Testspiele wurden souverän gewonnen. Und auch die Corona-Tests in der Mannschaft sind negativ. Der Kader besteht aktuell aus 22 Spielern. Der neueste ist Max Krämer. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Drittligist SV Meppen. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und ja, das hat mir imponiert. Ich fühle mich halt dann wertgeschätzt und wichtig, deswegen habe ich den Schritt gewagt, nach Cottbus zu kommen und ich freue mich auf die Aufgabe. So auch die anderen Neuzugänge, die nach kurzer Zeit vom FCE überzeugt sind. Ich wollte einfach einen Tapetenwechsel vom HSV weg quasi und ja, ist ein großer Verein mit viel Tradition, vielen Fans auch und ja, habe dann mit meinen Eltern auch darüber gesprochen und dann haben mir auch geraten, dann hier hinzuwechseln und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Sehr nette Leute, sehr nette Männer, mit denen man eine gute Saison verbringen kann und auch qualitativ sehr gut sind. Das Stadion, die Fans, wie hier alles, das ganze Umfeld, wie hier gearbeitet wird, das hat mich einfach von vornherein sofort gecatcht und dann hatte ich direkt Lust herzukommen. Ja, und das waren die ausschlaggebenden Punkte. Es ist ein junges Team auch noch, das kommt auch noch dazu. Ich finde, das passt einfach von vorne bis hinten.
Die Leidenschaft zum Verein und auch die Stimmung untereinander stimmen schon mal. Genau das zeigt sich auch im Training. Die Mannschaft arbeitet super im Training. Ich sehe halt auch fast jede Trainingseinheit und das ist mir fast noch wichtiger als dann die Testspiele gegen ja noch unterklassige Gegner, die sie auch sehr, sehr gut bisher bestritten haben. Aber viel wichtiger ist mir, wie gesagt, der Eindruck im Training, dass die Mannschaft Gas gibt, dass die Mannschaft will, sehr, sehr lernfähig ist und wirklich intensiv trainiert. Das ist super. Ein Spieler für die Defensive soll noch dazustoßen. Auf ihn und die ganze Mannschaft wartet eine lange Saison. 38 Spieltage stehen an. Das Ziel Aufstieg wollte zumindest heute aber niemand in den Mund nehmen. Der FCE kämpft also noch um die Genehmigung, künftig wieder Fans im Stadion der Freundschaft begrüßen zu können. Da sind Gastronomen und Bars in der Stadt schon etwas weiter. Die dürfen zwar Gäste empfangen, das heißt aber nicht, dass alles in Butter ist. Man bewegt sich noch immer auf einem finanziell schmalen Grat. Erneute Schließungen bei einer zweiten Corona-Welle könnten wohl die wenigsten überstehen. Getränke, Musik und auf andere Menschen treffen ist seit Mitte Mai in den Bars und Kneipen der Stadt wieder möglich. Die klassischen Nachtclubs müssen allerdings weiterhin geschlossen bleiben. Die Abstandsregeln lassen Konzerte und richtige Partys nicht zu. Bei den Veranstaltern ohne großen Outdoor-Bereich bleiben Bühnen, Tanzflächen und die Kassen leer. Die Clubkommission Cottbus sucht deshalb auch weiterhin Unterstützung. Vor zwei Wochen haben sich die Mitglieder mit Vertretern der Stadtverwaltung getroffen. Das Anliegen war eben mehr Ansprechpartner überhaupt mal bei der Stadt zu haben, wo man mal mit einem kürzeren Weg auch Dinge ins Rollen bringen kann und Probleme ansprechen kann. Und ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert bis jetzt. Jeder einzelne Club fragt an, wie ist das jetzt hier mit den Sperrzeiten, wann ist das, wo geht was hin? Und jetzt haben wir im Prinzip, das war auch eine Forderung, wir haben eine feste Ansprechpartnerin, die wir jetzt rund um die Uhr anrufen dürfen und fragen dürfen, wie teuer wir die Cola machen können. Nee, Quatsch. Also wir können ja einfach sachbetonte Fragen stellen und sie wird probieren, uns dabei weiterzuhelfen. Und das ist schon mal alles super. In Sachen Eindämmungsverordnung kann die Stadt allerdings nicht weiterhelfen. Das ist Landessache. Im Moment halten sich viele Clubs gerade so über Wasser, auch durch Spenden und Veranstaltungen der Clubkommission. Das funktioniert aber nicht auf Dauer. Die Clubkommission hofft, dass das Land bald eine Lösung findet. Weitere Lockerungen könnten eine Möglichkeit sein. Bei Outdoor-Locations könnte man es zumindest machen, dass wir sagen, okay, wir haben 1000 Quadratmeter, wir lassen 300 Leute rein. Das kann jeder Mensch, der denken kann, sozusagen seine 1,50 Abstand einhalten. Wenn er es möchte oder wenn er es will, und wenn er es eben nicht will, dann macht das eben nicht. Genauso machen es ja auch alle Menschen, wenn sie im Park sitzen oder sich am See treffen oder. Da ist es ja im Prinzip das Gleiche. Das kann man jetzt nicht dem Veranstalter in die Schuhe schieben, jedem Einzelnen hinterher zu rennen und zu sagen, du darfst nicht hier und so. Das ist Kindergarten und das wollen wir nicht und das funktioniert auch nicht. Es ist einfach nicht praktikabel. Ein Problem, was man ja auch sehen muss, ist, wenn es nicht legal stattfinden kann, dann machen es die Leute irgendwo illegal im Wald oder zu Hause und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja, dann haben wir gar keine Infektionsketten, die wir nachvollziehen können oder wie auch immer. Ne? Wir könnten jetzt hier beim Kartenvorverkauf wenigstens sehen, alles klar, die Leute waren da und. Das wäre dann halt die Möglichkeit, aber ja, dafür müsste man das machen lassen und zulassen. Eine andere Möglichkeit wären Überbrückungshilfen, also Gelder, die möglichst ohne Komplikationen beantragt werden können und den Clubs helfen, ihre Kosten zu decken. Dann könnten sie auch geschlossen bleiben, denn wie es weitergeht, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen, weiß niemand. Viele Mitglieder planen zwar Veranstaltungen für die nächsten Monate, allerdings immer mit der Angst, dass sie wieder abgesagt werden müssen. Und bei einem weiteren Veranstaltungsverbot sitzen Cottbuser Clubs bald auf dem Trockenen. Am besten unterstützt man Kneipen, Bars und Restaurants immer noch, wenn man sie besucht. Dabei aber ganz wichtig, Abstand halten. Wer sich nicht daran hält, schadet den Einrichtungen womöglich mehr, als ihnen zu helfen. Um Oberbürgermeister Holger Kelch ist es in den letzten Monaten eher ruhig geworden. Das hatte allerdings auch berechtigte gesundheitliche Gründe. Das soll jetzt aber vorbei sein. In einem großen Interview hat er uns Rede und Antwort gestanden. Mehr dazu morgen, dann mit meinem Kollegen Christian Risse. Also auch dann wieder einschalten. Und ich sage jetzt Tschüss und bleiben Sie bitte gesund. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl?
Dann gleich zur Dekra Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen Dekra Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. Dekra in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Finally got you, ain't got you. Hey, hey. Oh, what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie Sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. 30 Jahre Stadtsportbund Cottbus. Das sind 30 Jahre mit Sport, der Massen begeistert. Hier in Cottbus gibt es immer wieder Profisport mit Weltelite. Großartiger Hallensport mit Eventcharakter hat sich über die Jahre etabliert. Beim Jugendsport sind Sportbegeisterte von klein auf dabei. Für den Sieg das Beste geben und beim Kindersport Teamgeist lernen. Im Parasport wächst jeder über seine Grenzen hinaus. In Cottbus ist man einfach sportlich unterwegs, auch noch bis ins hohe Alter. »30 Jahre Stadtsportbund Cottbus. Werd auch du Teil der Sportfamilie.«